Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ja, wir pennen hier gemütlich neben den Gegnern und das kann man ja auch mal machen. Das stört die ja nicht. Nee, Quatsch. Im letzten Part haben wir uns hier in Nord-Ryoshima bei der Küste ja schon mal ein bisschen umgeschaut und ja, jetzt schauen wir uns ein bisschen weiter um und soll das Öl sein oder haben da einfach nur zu viele Leute reingepisst? Ich weiß es nicht. Yoichi? Nun, da ist doch ein Gesicht, das ich kenne. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, Hündchen. Hey, du bist doch der Apfeltyp, der an der großen Zugbrücke war. Wir haben dich nicht in der Stadt gesehen. Was machst du denn hier? Nun, ich habe meine Meinung seitdem total geändert. Ich habe meine alte Arbeit aufgegeben und bin auf die Reise gegangen, um meine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Das gefällt mir besser als der dumpfe Wachdienst in der Stadt. Nippon ist bester Bogenschütze und sein Bogen Goldfeuer sind immer noch in Spitzenform. Hier, Hündchen, wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Ah, das ist nett, danke. Nein, du darfst nicht schießen. Nein, du darfst nicht schießen. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Ist das so eine Art Training, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Auf jeden Fall. Siehst du diese Frucht, die da an dem Baum an der kleinen Insel hängt? Das ist mein Ziel. Ich kehre wieder zurück zu den Grundlagen. Aber diese Frucht ist hart wie ein Stein. Nichts fügt dir Schaden zu, sogar wenn ich die Mitte 100 Mal treffe. Es hört sich komisch an, aber das macht es zu einem guten Ziel. Hier, Hündchen. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Da, diese Frucht da drüben. Kann ich die von hier aus zum Blühen bringen? Na, ich bin hinter Pisse gelandet. Okay. Die wollen doch sicher Grünfutter. Oh, Leute, ich war mal auf Anhieb richtig. Ach, Kühe, okay. Ja. Gut. Aber macht ja keinen Unterschied. Gut. Ja gut, jetzt wäre ich so im Rhein stehe, sehe ich das auch. Okay. Wo denn? Verstreute Perle, ja, ist mir gerade noch so aus dem Augenwinkel aufgefallen, dass die da ist. Diese Frucht da drüben, kann ich die zum Blühen bringen? Oder kann ich die absäbeln? Das Gefühl, ich muss da hinschwimmen. Aber ich habe erstmal das Gefühl, dass ich hier graben sollte. Bitte kein Buddelspiel, bitte kein Buddelspiel, bitte kein Buddelspiel. Kein Grabspiel. Ja, aber gut, wir hatten auch keine Person dabei. Ja, das letzte Mal habe ich ja ganz hochprofessionell beim Grabspiel das Graben vergessen. Da war ja was. Aber stand auch nicht in der Anleitung. Also das wichtigste Detail haben wir in der Anleitung vergessen, weil ohne das Detail hilft dir auch all das andere nichts. Halt. Ich wollte eigentlich hier graben. Lasst ihr mich hier graben? Ja, danke. Das zählt sogar. Hätte ich es nicht gedacht. Hier, darf ich euch mal füttern mit Grünfutter? Ja, danke. Sehr nett. Sehr liebenswürdig. Oh, ich könnte eigentlich schon längst wieder irgendwas upgraden, fällt mir gerade auf. Ja, gut Ding will Weile haben. Machen wir gleich, machen wir gleich. Zählt sogar. Was zum... Wildschweinstatue? Ja, okay. Also ich merke schon, ich bin wohl doch besser geworden im Zeichnen, aber ich glaube halt wirklich... mich zu erinnern, dass der Umschwung auch wirklich kam, als ich dann plötzlich nicht mehr die Wii Remote Plus dran hatte, sondern eben die normale Wii Remote. Wii Remote, voll der bescheuerte. Ja, was heißt bescheuert? Voll der schwierige Name zum Aussprechen irgendwie, finde ich. Aber okay. Oh, warte mal. Die sind ja auch nicht am Blühen. Zack. Und dann zack. Ja gut, den hätte ich schöner machen können, das gilt so.
Oh, guck mal, die Hasen mögen mich, wenn ich da was zum Blühen bringe. Die kommen dann und knuffen mich. Ja, ja, guck, jetzt kommen sie. Oh, ja. Kommt her. Ja, ich bin gerade... ja, kaum sag ich, ich glaube, ich bin besser geworden. Verkacke ich es wieder. Jetzt habe ich meinen persönlichen Hasen. Oh, da ist ein besonderer drin. Der eine sieht anders aus. Hier, dieser fette da. Habe ich den jetzt? Ja, der sieht anders aus. Der hat irgendwie so schwarze Ohren und so, ne? Ja. Ich habe mir mal einfach mal knallhart den besonderen Hasen geschnappt und jetzt gehe ich wieder. Darf ich den Hasen mitnehmen? Einmal Hase zum Mitnehmen, bitte. Nicht? Schade. Auf jeden Fall eine interessante kleine Höhle. Der Typ da drüben zielt also auf die Frucht. Ich kann die echt nicht abmachen. Moment. Nö, da braucht man wahrscheinlich irgendwas anderes. Nun gut. Gehen wir doch mal durch dieses Tor und hoffen, dass keine bescheuerten Gegner kommen. Wer kommt denn? Ach, ihr seid's, okay. Kommt mal auch zurück auf den Boden der Tatsachen. Wenn ich jetzt wüsste, was euer Finisher war. Ich hoffe mal, dass Wind mit Wind finishen kann. Nee. Aber ich kann dich auf jeden Fall anpieseln, weil ich sollte die Zähne nicht vergessen. Oh, jetzt habe ich eh zu oft draufgeschlagen. Dammit. Oh, was bist du denn? Halt. Nee, war er nicht. Und ich habe wieder das Anpieseln vergessen. Die Pieselattacke, ich vergesse sie ständig. Oh. Ein zweiter Baum? Okay. 600, also damit muss man was aufbessern können. Ja. Und damit bessere ich auf. Ja, was bessere ich auf? Ach so, ich kann auch den Beutel aufbessern. Das ist ja schön. Ach so, und den brauche ich dann quasi. Ich glaube, ich brauchte ja einen besseren Beutel für die allerletzte Attacke, dass ich überhaupt genügend Geld tragen kann oder so. Füttern wir erstmal die Häschen. Vielleicht können wir ja dann gleich nochmal upgraden, aber ich glaube es irgendwie nicht. Und dann reden wir mit der Kleinen da. Na, dachte ich mir. Sowas bringt nicht viel. Oh, hallo Hündchen. Bist du gekommen, um den Turm Katzenschrei zu sehen? Man kann es von hier aus hören, mit diesem Katzenschrei. Es hört sich so traurig an. Der Turm wurde vor langer Zeit auf dieser Insel gebaut. Man sagt, auf seiner Spitze soll eine riesige Katzenstatue stehen. Früher war das mal eine echte Katze, aber nachdem sie ein wirklich langes Leben hatte, wurde sie zu einem Gott. Dann baute sie diesen Turm, um von seiner Spitze aus über die Welt zu wachen. Aber der Turm war so hoch, dass die Katze Angst bekam und nicht mehr runterkommen konnte. Sie war so lange da oben, dass sie zu Stein wurde und sie ist die ganze Zeit alleine da oben. Darum schreit sie sogar heute noch. Ist das nicht die traurigste Geschichte, die du je gehört hast? Das ist auf jeden Fall in der Tat traurig, aber... Meine Güte! Das kann man von hier unten aus nicht mehr sehen. Wie will die denn von da oben aus über die Welt wachen, wenn sie... Wenn das nicht mal im... Merke, nicht versuchen mit Logik zu kommen bei Spielen. Das ist meistens ein Fehler. Ach, da drüben ist wahrscheinlich... Monsterartige Insel. Ja, das ist die Oni-Insel. Ja, okay. Aber zu dir kommen wir ja nicht. Ich könnte höchstens das versuchen bei diesem Pier.
Was ist das nur für ein ekelhaftes gelbes Wasser? So, sind wir es würdig? Sind wir es würdig? Morgensonne. Sonne geht immer. Na, sind wir es würdig? Ah! Das sieht doch gut aus. Da kommt etwas. Natürlich schön mit dem Schwanz wedeln. Ja, da freut sich Amy. Warum sieht dieser große Fisch so zufrieden aus? Das kommt mir nicht ganz koscher vor. Ah. Orca, Orca, du bist es. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen. Bist du gekommen, um mich wieder zum Drachenpalast zu bringen? Oh. Orca? Das ist der Gesandte oder was auch immer, der Draconier? Ja, komm, Schrifteinblendung. Danke. Drachenpalast Gesandter Orca. Episch. Endlich einer, der würdig ist, den Drachenpalast zu besuchen. Hüpf rauf, ich werde dich zum Drachenpalast bringen. Hast du das gehört, Amy? Was das Schwimmen angeht, kann mir niemand das Wasser reichen. Selbst der Wasserdrache kann sich nicht mit mir messen. Du hast ihn gehört. Was werden wir tun, Amy? Aber ich schätze, du hast ja bereits deine Meinung gebildet. Ja, und bist zu doof, da drauf zu steigen. Okay. Alles muss man selber machen, aber herrlich, wie das da plötzlich schiefgegangen ist. Ja, danke. Darf ich jetzt zuhören? Das ist Orca, kein besonders kreativer Name. Und er sieht auch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Willst du auf ihn reiten? Auf Orca reiten? Ja, natürlich. Das willst du? Nun, ich schätze, wir haben keine große Wahl. Wir können ja auch... Was, wir können auch den Vorteil nutzen, jetzt da er hier ist. Was das Schwimmen angeht, kann mir niemand das Wasser reichen. Der Wasserdrache kann sich nicht mit mir messen. Hast du gehört, Amy? Glaubst du ihm? Vielleicht sollten wir uns von ihm zum Drachenpalast bringen lassen. Ich befürchte, das kann ich jetzt nicht tun. Hä? Du musst die Prüfung erfüllen, die Otto Hime verlangt. Nur dann wirst du würdig sein, den Drachenpalast zu besuchen. Hast du das gehört, Amy? Hey Orca, ist Otto Hime oder wie sie heißt, euer Boss? Was denkt sie sich nur dabei, den Drachen Amok laufen zu lassen? Hör zu, Orca, wir wollen runter zum Drachenpalast. Dann lass uns mal von dieser Prüfung hören, von der du erzählt hast. Der Eingang zum Drachenpalast ist ein Wirbel. Ja, hoffentlich kein stürmender. Sonst hätte ich da wohl irgendwas nicht mitbekommen. Aber er ist gerade versteckt, um die bösen Wesen fernzuhalten, die dieses Gebiet plagen. Du musst den Wirbel in den Weiten des Meeres finden. Das ist die von Otto Hime geforderte Prüfung. Hast du das gehört, Amy? Hört sich nach einem Kinderspiel an. Ich meine, die See ist voller Orte, die geradezu darum zu bitten, zu erkundet zu werden. Wir können sie bei unserer Suche nach dem Wirbel erkunden. Ja, das ist geradezu eine Einladung, stimmt. Nun, auf was warten wir noch? Volle Kraft voraus, Fischsuppe. Oder Fischpuppe? Puh. Ich kann hier scheinbar aber mit Adern auch noch schneller schwimmen, aber das finde ich eine nette Idee. Mit dem Schwimmen. Ja, okay, und hier wurde so verdächtig der Baum hier gezeigt. Kann ich da irgendwo... Da. Zuhören. Von Orca runter, ja klar. Ich will zu diesem Baum. Aber bevor ich zu dem Baum will, will ich zu diesem Leuchtepunkt. So. Und mir ein bisschen Glück holen. Danke. Ja, ich glaube, da hat es vorher nochmal irgendwo drumherum geleuchtet. Oh. Eine Truhe. Hey. Reiseglücksbringer. Danke.
Und das ist also dieser Baum, den der Ding wieder zum Blühen gebracht hat, der Wacker, weil er ja nicht auf uns warten wollte. Ansehen. Wow, dieser Wächtersprössling ist wieder voller Blüten. Er fängt sogar gerade an, Früchte zu tragen. Sie ist noch nicht reif, also lass deine Pfoten davon. Ja, dann müssen wir sie halt reifen lassen. Ich meine, das kriegt man schon hin. Da drüben ist die Frucht. Du musst sie nur erstmal ausfindig machen. Na, ja, 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 komm schon. Danke. Ich wollte nicht die Sonne malen. Ich wollte die Frucht zum Blühen bringen. Ja, zum Blühen bringen. Ja, nee, aber irgendwie muss man die doch reif machen können. Es sei denn... man doch reifen lassen können. Vielleicht muss ich die hier... Feuer? Wieso Feuer? Ich bin ein wenig verwirrt. Vielleicht kann ich das aber auch noch gar nicht machen. Wartet mal. Techniken, Techniken, Techniken. Sonnenaufgang, Restauration, Kraftstreich, Kirschbombe, Blühen, Seerose, Rebe, Wasserstrahl, Mondschein. Sturmwind, Inferno, Nebelschleier. Nö. Wüsste ich jetzt nicht, was davon wirken sollte. Vielleicht müssen wir mit dem Orca auch vorher irgendwo anders hin. Ach! Danke. Ach, komm schon. Ja, 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 natürlich. Danke. So. Gehen wir mal da drüben hin. Ach, vielleicht hier. Mit dieser Katze. Es hieß doch irgendwie, diese Katze sei auch irgendwie eine Gottheit oder so und, ja, keine Ahnung. Wo kommt denn dieses Miauen her? Ich glaube, das kommt aus diesem Turm. Also irgendwie unheimlich. Aber wir sollten trotzdem dahin. Ja, you don't say. Das war doch gerade mein Plan. Der Turm könnte dann eventuell der nächste Dungeon sein. Ja, natürlich von Orca runter. Ach so, aber ich kann hier erst nicht speichern, ne? Doch, da dort hinten, okay. Ich wollte gerade sagen, dann würde ich nämlich sagen, war's das erstmal für diesen Part. Und wir schauen uns im nächsten Part dann eben auf dieser Insel ein bisschen weiter um. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, ihr kennt das Spielchen ja. Über einen Kommentar und über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Wenn es dann wieder heißt Let's Play Okami. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.